Wahnsinn, die erste wichtige Klippe des Tages, die haben wir bereits hinter uns. Der Markt hat die Eröffnung ganz gut überstanden. Wir sehen hier den DAX, zumindest mal, was wir jetzt hier am hinteren Ende sehen, ist ja schon wieder ein bisschen positiv aussehend. Was sind alles Einflussfaktoren? Da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Heute haben wichtige Unternehmen wie zum Beispiel Royal Caribbean Cruise oder Kraft Heinz Ketchup, beziehungsweise, naja, gut, es sind schon Namen, die man durchaus kennt. Unter anderem auch Moderna, allerdings hier ja, mit auch ebenfalls einer Überraschung, ob die jetzt wirklich so positiv aufgefasst wird oder nicht. Das ist, lassen wir mal so im Raum stehen. Aber machen wir uns nichts vor, das sind die ganzen Titel, die jetzt vorbörslich da schon auf dem Plan waren. Und da ist sicherlich das ein oder andere Unternehmen dabei, was zumindest jetzt nicht ganz vorne in der ersten Reihe steht, wobei die Namen durchaus nicht ganz klein sind, wenn wir ConocoPhillips beispielsweise mal angucken, ja auch kein kleiner Player im Markt und so weiter. Ihr habt selber überflogen. Aber was heute eigentlich von allen erwartet wird, das ist das, was nachbörslich passiert. Amazon, Apple, Facebook haben wir haben Twitter, wir haben Alphabet, wir haben Starbucks, und so weiter. Also das ein oder andere Unternehmen, das man vielleicht schon mal gehört hat, mit dem man schon mal zu tun hatte und wo natürlich auch in Anbetracht der tollen Rallye, die wir ja im Sommer hatten, die durchaus ja auch durch diese Unternehmen hier getrieben wurde oder durch die entsprechende Entwicklung da getrieben wurde, dass das jetzt hier massiv auf den Markt einwirkt. Jetzt gucken wir mal, was Amerika bisher konnte. Wie sah es da bis jetzt aus in den letzten Minuten mehr oder weniger nach der Eröffnung? Dann sehen wir, dass wir zumindest jetzt mal hier ein Tief gefunden haben, kurz nach der Eröffnung. Also deutlicher Anstieg. Und das ist schon wieder was für die Hoffnung derjenigen, die eigentlich ganz gerne auch mal die Long-Seite wieder sehen würden, nachdem wir ja jetzt hier einen für einige ja durchaus möglichen Boden gefunden haben. Nicht so sehr die 23,6er-Marke, die ist nur für das Größenverhältnis. Es geht eigentlich darum, so das letzte Tief, was wir haben. Und das ist für viele ein möglicher Unterstützungspunkt. Ja, warum auch nicht? Gar keine Frage. Zusätzlich, wenn wir hier das mal schauen, der Trendkanal würde Ähnliches verlautbaren lassen. Also eine echte Chance, dass wir heute zumindest während der Handelszeit erstmal positiv unterwegs sind. Es hätte der Markt durchaus verdient, jetzt mal eine Gegenrichtung. Nicht jetzt aus Mitleid, nicht so sehr aus Sympathie, sondern einfach nach so einer starken Abwärtsbewegung kommt gerne eben auch mal eine gegenläufige Bewegung, und wenn die dann ebenfalls in so ein Umfeld hier von Unterstützungsmarken hier eben trifft, ist die Bereitschaft und die Chance dafür relativ groß. Aber vorsichtig bei allen Engagements, auch wer jetzt dann sagt, oh klasse, jetzt kann ich dann hier jetzt einsteigen, denn wir haben jetzt das Tief hier gefunden, ist doch super. Punkt 1 ist, wir sind immer noch weit weg von unserer 38er Marke. Das muss für heute jetzt nicht relevant sein, aber ich habe es eben angedeutet, das steht, oder stehen wichtige Unternehmensdaten heute nach Börsenschluss noch an. Also da ist mit Sicherheit damit zu rechnen, dass das einen riesen Einfluss haben kann. In welche Richtung werden wir noch sehen müssen? Es ist absolut unmöglich, das vorherzusehen. Wer jetzt also sich positioniert, muss im Zweifelsfall damit rechnen, muss damit leben können, dass der Markt in die falsche Richtung morgen wieder aufmacht. Für diejenigen, die natürlich die Kontrakte jetzt hier als Future, als CFD oder irgendwas handeln, was auch außerbörslich gewertet wird, muss natürlich um 4 Uhr aus amerikanischer Zeit, New York Zeit, damit rechnen, dass dort eine heftige Bewegung stattfindet. Also dann hat man zwar kein Gap zum nächsten Tag, aber man muss damit rechnen, dass man eben nicht wirklich pünktlich rauskommt. Deshalb meine dringende Bitte, trotz der Verlockung jetzt so eine heftige Bewegung doch hoffentlich in der richtigen Richtung mitzumachen. Das ist durchaus möglich, aber ich möchte nicht, dass nachher das ein oder andere Konto halbiert ist oder komplett weggeschrumpft ist, weil es dann doch blöderweise in der falschen Richtung war. Und das lässt sich einfach im Vorhinein nicht so sicher sagen, wie ich das gerne mit meinem Geld zumindest mal habe. Also insofern, es ist kein Trading-Verbot, aber bitte mit dem Hinweis, es darf da nicht stören, wenn der Markt sehr beschleunigt in die falsche Richtung unterwegs ist, also je nachdem, für welche Richtung man sich entscheidet. Aktuell, zumindest aus dieser Minute hier, würde ich die Long-Seite bevorzugen. Noch nicht, um jetzt massiv long zu gehen, aber das macht mir jetzt zumindest für den heutigen Tag erstmal Spaß, sowas zu sehen. Wenn jetzt sowas wie ABC hier runterkommt, idealerweise so ähnlich, wie wir das ja hier auch haben, dann ist eigentlich die Fortsetzung nach oben besonders attraktiv.
Da schaue ich jetzt, welcher Markt das am schönsten hinbekommt, ob das dann der marktbreite S&P 500 ist. Ich gehe mal auf den 5-Minuten-Chart, ob das der Nasdaq-Index ist. Na, das kann ich hier schon sagen, der gefällt mir am wenigsten von denen, weil man sieht schon, im Vergleich zu den anderen Indizes ist er am wankelmütigsten, zumindest mal aus der aktuellen Sicht. Aber das wird sich dann in den nächsten Minuten und Stunden dann wohl noch bestätigen müssen, ob die Richtung dann tatsächlich aufrechterhalten wird. Also mehr kann man eigentlich heute nicht sagen. Eine Voraussage zu machen, ob der Markt jetzt hier wirklich dreht, ist angesichts dieser Datenflut, die jetzt nachher noch ansteht, vor allen Dingen der gewichtigen Datenflut, aus meiner Sicht sehr, sehr fahrlässig, da ein klares Urteil zu fällen. Ich als Händler werde jetzt intraday versuchen, so viel wie es geht, hier aus der Situation rauszuholen natürlich. Und lade dazu ein, nach diesen Mustern eben zu gucken, wenn wir sowas in dieser Art haben, gerade auch mehrmals, dann hat man hier das letzte Zwischenhoch als einen Trigger, auch wenn das idealerweise waagrecht ist und nicht so schief, wie ich das gemalt habe. So, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wir sehen uns hoffentlich dann in dem Videobeitrag morgen wieder, und zwar mit eher größeren als kleineren Konten. Deshalb vorsichtig nochmal die Mahnung, das kann sehr schnell sehr doof werden und das wollen wir alle nicht. Ansonsten sehen wir uns vielleicht gleich nochmal, wenn es einen neuen Trade des Tages gibt. Meldet euch an, dort stellen wir immer einen Trade vor, den wir dann mit unseren konkreten Handelsmarken, Einstieg, Ausstieg, wie wir damit umgehen, dann entsprechend da vorstellen. Deshalb meine Idee, meldet euch an, es kostet nichts. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.